Es kommt nicht oft vor, dass Modellbahnhersteller Fahrzeuge auf die Anlagen rollen lassen, noch bevor die im Vorbildbetrieb eingeführt sind. Diese Doppelstockwagen in IC-Lackierung von Märklin gehören dazu. Sie und die dazu passende Lok, eine Baureihe 146-5, sollten bereits vor 2 Jahren bei der DB Fernverkehr in Dienst gestellt sein. Aber wie es bei der Bahn so ist, es verändern sich im laufenden Verfahren schon mal die Planvorgaben, Auslieferungen verzögern sich, und deshalb ist Märklin vor dem Vorbild am Markt. Die Lok haben wir bereits vorgestellt und zurückgeschickt. Deshalb schiebt eine Baureihe 185-5 Crossrail von Trix aus 2009, umgerüstet auf Märklin Motorola, die Wagen des aus 4 Einheiten bestehenden Sets. Die Wagen haben so stark getönte Scheiben, dass von der fehlenden Innenanrichtung nichts zu bemerken ist. Selbst eine dicht herangehaltene Leuchte ermöglicht keinen Blick ins Wageninnere. Eine Wippe an den Achsen des ersten Steuerwagendrehgestells schaltet je nach Fahrtrichtung zwischen Rot und Weiß. Das funktioniert auch korrekt. Doch sitzt das Bauteil so stramm auf der ersten Achse, dass diese dauerhaft blockiert. Bis auf ein Schabegeräusch ausgehend vom dritten Wagen verhielten sich alle Modelle auf ihrem Rundkurs unauffällig. Die Achsen sind zentriert eingepasst, sie laufen rund ohne zu eiern und sie sitzen auch fest in den Drehgestellblenden. Bis auf die beiden genannten Mängel fanden wir an den Modellen nichts auszusetzen. Die Lackierung ist einwandfrei, die Bedruckung ohne Tadel. Alle Kanten von Buchstaben und Ziffern sind lupenrein scharf. Passend zum vorgesehenen Einsatzgebiet tragen die Wagen die Zugzielanzeiger Stuttgart HBF. Und sie tragen nicht nur unterschiedliche Betriebsnummern, auch die Revisionsdaten sind verschieden. Die reichen vom 22.03.12 am Steuerwagen bis zum 1.12.10 am letzten Fahrzeug. Somit sind sie Vertreter der modernen Epoche 6, die 2006 begann.